Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind hier wieder zusammen. Ich habe die liebe Katja wieder an meiner Seite. Bin wieder da, ja. Ja, es ist so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier. Machen wir einmal im Jahr. Ja. Und treffen uns dann hier im Laden. Wir stehen hier dieses Jahr tatsächlich an einer anderen Stelle im Laden. Also ihr habt hier so eine Fensterfront im Laden. Genau. Auch ganz schön. Vielleicht erzählst du nochmal, was macht ihr hier im Laden überhaupt? Ich weiß, wir haben viele neue Zuschauer auch dabei. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu sagen. Also hier im Laden darf jeder einkaufen, second hand. Wir kriegen die Sachen alle gespendet. Und hier kann jeder kommen und darf einkaufen. Ist wie so ein Verkauf, sag ich mal. Und das Geld geht den Familien zugute wieder, also den sozial schwachen Familien, die wir betreuen. Ja. Oder auch, ich muss auch Miete bezahlen, natürlich Strom, Telefon, Wasser, Heizung. Irgendwie muss das, der Laden muss irgendwie finanziert werden. Genau, aber das ist auch eine Anlaufstelle, wo die, die Hilfe brauchen, sich auch melden oder uns ansprechen. Und dann können wir nach hinten gehen, da haben wir Gott sei Dank ein Büro, wo wir dann in Ruhe sprechen können. Ja. Ja, das finde ich tatsächlich ganz schön. Also, liebe Zuschauer, allein der Gedanke, das so im Secondhand zu machen, dass Menschen eine Spende hier abgeben können, alte Spielsachen, alte, sofern sie ganz sind. Also, liebe Zuschauer, genau. Wer hier mal in Sonsbeck was abgeben möchte, darf das gerne tun, aber bitte ganz und vollständig. Und sauber. Sauber, oh ja. Sauber ist ein ganz extremes Thema dieses Jahr. Wir haben ganz viel Mist gekriegt, sag ich mal. Okay. Also, so viel. Abfallsachen, die wir hatten, und dieses Jahr sind wir fast 500 Euro auch drüber, okay. Die uns dann einfach vor die Tür stellen, und ja, besonders bei so einem Wetter. Ach so, ne? Ja, dann ist natürlich das alles klatschnass. Ich habe hier keinen Trockner und den werde ich mir auch nicht anschaffen, deswegen, ja, dann stellen die das vor die Tür und ich darf es dann entsorgen. Das ist echt ein Problem. Erst wieder, da haben wir im letzten Jahr auch drüber gesprochen, über Abfall, genau. Dass das hier so entsorgt wird. Also das ist auch, boah, liebe Zuschauer, bitte spenden ja, aber macht das sinnvoll. Denkt mal drüber nach, wo ihr Sachen hinbringt. Und ich finde das so wichtig, weil ihr habt damit einfach nur Ärger. Nur Kosten, nur unnötig. Also ihr, Arbeit. Genau, Arbeit. Man muss ja sagen, ihr habt ja, also zum einen ist es Ehrenamt, genau. Einen großen Teil, was ihr hier macht. Das heißt, es geht da viel Arbeit rein, die in sinnvollere Sachen gesteckt werden könnte, ne? Absolut. Dann nehmt ihr wirklich das Geld auch müßig ein. Ne? Ihr bekommt ja für die Sachen, die ihr hier so verkauft, das sind Anziehsachen, das sind Spielsachen, das sind, was weiß ich, so Dinge des Alltags. Haushaltsmütige Sachen, ne? Ja. Und das ist ja mühsam, das einzunehmen. Ne? Die Leute kommen ja hier hin, suchen sich das aus und dann sind hier immer ein paar Euro hier, ein paar Euro da. Genau. Aber trotzdem dann davon Abfall wieder bezahlen zu müssen, dann ist es halt so frustrierend auch. Ne? Dass du irgendwie, also wenn ich meinem Steuerberater dies Jahr die Abrechnung zeige, dann kriege ich bestimmt Ärger. Aber gut, da muss er mal mit leben, sage ich immer. Ich wollte gerade sagen, es ist für eine gute Sache, ich glaube, da muss der Steuerberater dann auch mal durch. Ne? Dafür ist er Steuerberater geworden. Nein, also das machen wir. Ne? Also irgendwie ist das heute irritierend. Tut mir leid, wir stehen genau neben dem Fenster. Man guckt immer raus. Das machen wir. Also jetzt in der Weihnachtszeit. Heute habe ich einen ganz besonderen Tag. Heute werden die Familien alle bestückt. Sie kommen heute ihre Geschenke abholen. Ist auch was Schönes. Ja. Wir haben ja dann auch nicht nur mit Elend, aber das ist für mich ein ganz besonderer Tag heute. Ja, ne? Das ist anstrengend viel wohl. Zurück dann aber auch. Ne? Genau. Wir bringen immer irgendwie alle Kleinigkeiten mit, was so. Vorhin hat jemand was Gebasteltes mitgebracht, ne, weil einfach um Danke zu sagen. Ja. Ne? Und das ist auch viel wert, wenn du dann die Dankbarkeit von den Leuten siehst. Also das ist nicht das Schöne, ich glaube, das ist so der Moment, der euch also auszahlt. Ne? Also das ist ja eure Bezahlung. Das ist unsere Bezahlung, ne? Kinderaugen, wenn die lachen oder so. Ich hatte ja, glaube ich, letztes Jahr schon erzählt, dass ich eine Mutter mit 4 Kindern habe, die ich ins Zeltlager geschickt habe. Und ich bin da auch wirklich hingefahren, weil mein Sohn Lagerleitung war, und habe mir das dann auch nochmal angeguckt, wie die sich auch benehmen und so, weil die sowas gar nicht kannten. Und ich bin da echt weinend weggefahren. Ich hatte wirklich, weil die Mädchen so, oh, wir führen gleich einen Tanz auf und kannst du gucken und so. Und ich habe gleich noch einen Termin. Ja, dann haben die extra für mich die Generalprobe vorgezogen. Und ich habe geweint. Ich habe da echt gesessen, weil die so strahlten. Und das ist... Das gibt mir so viel, ne? Auch die Jungs. Und dürfen wir nächstes Jahr wieder gehen? Und ja, ich sag, ihr seid schon angemeldet. Ne? Weil, oh, cool.
einfach toll ist, ne? Ja. Das ist. Bevor wir zu den ganzen Spendenaktionen kommen, zu dem, wie es ja gelaufen ist, was ich dir gerne immer wieder erzähle, weil das einfach ein schöner Moment für mich ist. Wir hatten auch tatsächlich jemanden dabei, der sich angeboten hat, auch mal einen Ausflug für Kinder. Also wenn ihr sowas macht, dann lasst uns nochmal sprechen. Ja. Ich möchte nämlich gerne mal einen Ausflug, ob Freizeitpark oder ob Zoo oder sowas für eine Gruppe von Kindern spenden. Also er hat wirklich gesagt, er möchte das gerne übernehmen. Boah, kriege ich gerne auch wieder. Ja, ist, also wirklich viele, die sich Gedanken machen, einfach auch um noch einen Schritt mehr zu gehen. Also der hat schon eine große Spende dazu getan, ja, und hat aber auch gesagt, ich möchte noch mehr tun, möchte, dass mal Kinder auch wie rauskommen. Also er hat sich Gedanken gemacht dazu. Und da sollten wir auf jeden Fall, gucken wir Anfang nächsten Jahres, da setzen wir uns mal zusammen, wenn ihr ein bisschen Ruhe habt. Und unser Grillen, was wir schon immer machen wollen. Ja, genau, sowas. Dann setzen wir uns mal in Ruhe zusammen. Ja. Vielleicht laden wir den Sascha dann dazu ein und dann machen wir mal gemeinsam Pläne. Super, finde ich eine tolle Idee. Da wir nächstes Jahr auch 60 Jahre alt werden, wir haben nächstes Jahr Geburtstag, der Kinderschutz- und Ortsverband. Ne? Und wir planen ein ganz großes Kinderfest, wo auch alle Kinder kommen dürfen, weil nicht nur die sozial Schwachen, sondern auch Kindern wird so wenig Zeit geschenkt mittlerweile. Ja. Ne? Ich sehe das bei mir selbst in der Familie. Ich habe drei kleine Neffen und Nichten. Und ja, warte, da ist keine Zeit. Genau, und also ich finde Alltag so. Ist sehr stressig, sehr belastet auch Eltern und irgendwie. Natürlich freut man sich über Großeltern, die dann Zeit mit den Kindern verbringen können, aber es ist natürlich auch die Zeit mit den Eltern ist auch wichtig. Da gebe ich dir absolut recht, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir kommen auf jeden Fall. Also ich werde meine zwei Lücken packe ich ein und dann super, wir freuen uns, wenn du kommst. Kindertag besuchen. Ja. Ja. Also das ist noch alles in der Planung. Wir warten mal ab. Wir hoffen, dass wir das in den Sommerferien, Ende der Sommerferien hinkriegen. Ja. Ja. Ich freue mich darauf, sowas mache ich ja gerne. Ne? Und ja, Fabienne auch gerne. Da sind wir voll in der Planung. Da übrigens, herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt Schwiegermama geworden. Genau. Sehr schön, auch das freudiges Ereignis in dem Jahr. Ja. Toll mit anzusehen. Aber euch hat es dann tatsächlich kurz nach der Hochzeit niedergelegt. Ja. Und das jetzt in dieser heißen Phase, das ist tatsächlich nicht lange her, das in dieser heißen Phase. Also ganz ehrlich, Fabienne hatte Corona, ich hatte Corona und wir beide sind hier hingefahren und haben hier wirklich gearbeitet. Wir sind nicht jetzt, wir waren nicht einkaufen oder sonstiges, wir haben uns still und heimlich hier reingeschlichen, weil man darf ja arbeiten, aber muss es ja nicht raustragen und alle irgendwie. Wir mussten Papiere machen und die Vorbereitung für heute schon, alles planen. Das haben wir dann alles gemacht, ne? Ja. Denn ging immer wohl nur so 2 Stunden und dann musste ich wieder auf meine Couch, ne? Ja, aber schon. Aber ich finde den Tag heute so schön, ne? Weil die 2 Familien habe ich schon weg. Ne, 3 habe ich sogar schon weg, weil ich war heute Morgen schon um 7:30 hier. Okay. Weil ein Vater nicht heute mehr konnte. Der konnte nur heute Morgen vor der Arbeit. Also bin ich auch vor der Arbeit hier hingefahren und dann haben wir das eben abgewickelt. Wir konnten jetzt keine großen Gespräche machen, weil wir beide arbeiten mussten noch. Und, aber wir treffen uns jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr und dann machen wir nochmal Gespräche, was noch so anliegt, wo wir noch helfen können. Das mache ich immer ganz gerne, auch so an den Tagen, weil dann ist auch mal ein bisschen Ruhe hier, wenn man sich zusammensetzt und Kaffee trinkt. Ja. Wo du sagst, das Jahr so ein bisschen durchplanen. Ich glaube, wir können den Zuschauerinnen und Zuschauern schon sagen, dass die Geschenke abgesichert sind mit dem, was wir auch immer spenden. Ja. Das ist also das, was zurückkommt, das ist an Geschenken offen. Also hier bleibt kein Kind ohne Weihnachtsgeschenk. Dass alle, die sich hier gemeldet haben und den Bedarf haben, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist gelöst. Ne? Aber du hast ja auch gesagt, darüber hinaus, bei uns kommen ja auch eine ganze Menge Spenden zustande. Ich glaube, dieses Jahr auch ein paar dabei. Sprechen wir gleich noch drüber. Aber wie ist denn das Jahr so verlaufen? Du hast ja gesagt, übers Jahr hinweg, ich glaube, das ist üblich, ne, dass vor Weihnachten relativ viele Spenden zusammenkommen. Genau. Da sind die Menschen natürlich auch noch anders irgendwie emotional. Aber übers Jahr, hast du mir erzählt, ist quasi nichts oder ganz wenig zu spenden. War dieses Jahr genauso. Ja. Also wir haben, muss ich ganz ehrlich sagen, viel von euren Spenden aufgebraucht. Ja. Ne? Also das war ganz gut so, da konnte ich die Familie wegschicken. Eine Familie haben wir Erholungsheim geschickt. Ne? Ja. Eine Mutter ist in eine Mutter-Kind-Kur gegangen, da bezahlen wir immer ein Taschengeld.
Oder auch Einkleidung haben wir ganz viel gemacht. Geburtstagsgeschenke haben wir übernommen. Also, ja. Also wirklich, es war nötig auch in diesem Jahr wieder. Ne? Ja, also und man merkt wirklich die Spendenbereitschaft. Auch vor Weihnachten, okay, jetzt läuft das jetzt im Moment wieder. Aber ich muss sehen, dass ich ja auch ein ganzes Jahr davon lebe. Ich möchte meinen Familien ja nicht sagen im August, nö, komm mal, es gibt nichts. Ja. Ne, ich glaube, dann würde ich das eher aus meiner eigenen Tasche bezahlen, als bevor ich da ein Kind oder eine Mutter da hängen lassen würde. Ne? Ja. Ach, das ist schon auch, also mit welchen Sorgen ihr da so über das Jahr auch hantiert, das ist schon enorm. Und wenn es dann um das Geld geht, ist auch, also kann ich nachvollziehen. Also, könnte ich auch nicht. Wenn ihr eine Geld Mutter macht ankommt nicht glücklich, sonst, aber es beruhigt. Ja, das ist genau so. Genau, wenn deine Mutter ankommt und, ne, und sagt so, hör mal so und so und Schulturnister zum Beispiel. Ne? Wisst ihr, was ein Schulturnister mittlerweile kostet? Ja. Da legst du dich nieder. Also ich sag dir ganz ehrlich, wir kaufen unsere Turnister secondhand, weil das, ich sehe das nicht ein. Also ich sehe nicht einen über 200 Euro für einen Schulturnister. Das ist ja schon genau. Irre. Ich habe dieses Jahr einen gekauft, 250 Euro. Ja. Und dann war schon einer der billigsten. Ja, das ist. Da lege ich, wo soll der noch hinführen? Ja, kann ich dir einen Tipp geben? Tatsächlich, bei Kleinanzeigen sind manchmal wirklich tolle Sachen bei, die fast unbenutzt daherkommen. Ich weiß nicht, was die Kinder damit machen, aber es gibt entweder Kinder, die sind sehr adrett damit. Oder? Oder sie werden nicht benutzt. Ich weiß nicht, vielleicht sind die doppelt geschenkt, brauche ich keine Ahnung. Aber ja. Das als Tipp funktioniert super. Haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, gut, dann werde ich da mal nächstes Mal gucken, weil ich 250 Euro, da habe ich mich erstmal hingesetzt. Ja, nee, ich sehe es auch nicht ein. Da sage ich dir auch ganz ehrlich. Ich habe doch meinen Kindern gesagt, und meine Kinder sind tatsächlich mittlerweile auch so, dann sagen die wirklich, und das ist auch durch unsere Kombination hier entstanden, meine Kinder sagen wirklich, nee, kannst du besser den Kindern geben. Wie süß. Meine Kinder haben dieses Jahr auch mitgespendet, die haben wirklich, mein Großer hat sein komplette Portemonnaie und Spardose leer gemacht und hat gesagt, ich sagte, das ist doch dein Taschengeld. Ich sagte, er sagte, aber ich brauche nichts. Ich bin ja hier, wenn mal was süß gibt, dann habt ihr auch mal für mich was dabei. Ich kriege ein Weihnachtsgeschenk. Ich muss mir nichts kaufen, aber die Kinder brauchen noch was. Und das ist einfach. Ja, ich kriege wieder Gänsehaut hier. Ja, das ist schon, wenn Kinder sowas machen, also ich finde das echt schon toll. Einfach. Man nimmt denen ja was vor. Ja, genau. Das ist ja? So. Und ich sehe das hier bei uns zu Hause. Ich habe meinen Kindern. Ich glaube, Marvin war schon in der Wiege mit hier, also in der Wippe, ne, war der schon mit da drin und ich habe total sozial eingestellte Kinder. Ne? Genau, du hast sie mitgenommen, ne, mit der Zone. Überall, die mussten auch, über. So ist, dann, da wird auch gar nicht, wenn ich die frage, ich muss immer ein bisschen was mit einrichten für diese Spendenaktion und dann sage ich, ja mache ich und kümmere mich sofort und ich sage sofort dran und dann brauche ich gar nicht lange fragen oder so, das ist einfach... Ja. Sofort dabei. Ne? Die ist auch echt taft. Den anderen muss man schon mal. Aber wenn ich sage immer, Marvin, ich brauche deine Hilfe, dann kommt der auch. Ja. Ne? Also, das ist echt schon klasse. Und ich glaube, wenn man den Kindern das vorlebt, macht das viel aus. Ja. Ich habe dieses Jahr unter den Spendern auch ein paar dabei gehabt, die genau das gesagt haben. Einer, der hat auch gesagt, ich kann nicht, ich kriege schon von meinem Arbeitgeber kriege ich schon Geld, damit ich meinen Kindern Geschenke kaufen kann. Aber meine Kinder haben jeder 15 Euro für die Spendenaktion getan. Und da läuft es mir auch so kalt den Rücken. Ja. Also, weißt du, wenn du merkst einfach, das sind auch Familien, die selber nicht viel haben und bei denen es knapp ist, auch durch das Jahr war, glaube ich, für viele extrem anstrengend. Also Inflation und die Energie- und Gaspreise. Also das hat uns ja alle oder viele wirklich hart erwischt. Und dann wird noch schlimmer kommen. Ich bin fest davon überzeugt. Ja, und das trifft euch natürlich in der zweiten Welle auch nochmal härter, weil die Leute noch weniger spenden können. Oder? Erstmal das, genau, und ich rechne damit mehr Familien. Ja, genau, du hast natürlich auch noch mehr Familien. Also die kommen, ja. Das trifft dich zweimal hart hier in der Nummer. Aber wir geben unser Bestes, sage ich immer. Mehr können wir nicht tun. Ich sage immer, ich kann die Welt nicht retten, aber vielleicht ein kleines bisschen besser machen. Ein kleines Stück besser machen. Und wenn jeder ein bisschen macht, wird das schon. Ja. Bin ich davon fest überzeugt, ne? Kommen wir zur Geschenkeübergabe. Was hältst du davon? Geschenke! Ja. Wir haben hier tatsächlich, das passt eigentlich so ein bisschen zu unserer Community, wir haben eine Hand gefunden am Tannenbaum, wo ein Fan-Pullover draufsteht. Genau. Und da hat meine Frau gesagt, Mario, den nehmen wir auf jeden Fall mit. Also wir haben auch noch zwei andere Geschenke mitgenommen, die haben wir schon abgegeben, aber ich finde, den musste ich dir persönlich nochmal mit einreichen. Da ist er drin.
Da freut sich nachher jemand. Ich weiß nämlich, wie der spricht. Also ja. Ich kenne ja nicht alle Familien. Wir teilen uns das ja immer so ein bisschen auf. Ja. Ich kümmere mich trotzdem um alle Geschenke. Aber bei dem weiß ich genau, wer das kriegt. Und kommt genau richtig großer an. Großer Fan. Ja, total. Ja, schön. Ich habe tatsächlich überlegt, ich war auf der Agritechnica dieses Jahr. Und meine Frau sagte, die hätte den Links, und da war ich am letzten Tag, da war ich kurz davor, bei Fan anzufragen, ob die nicht mit mir eine Übergabe machen wollen. Aber das war so kurzfristig. In 2 Jahren machen wir das vielleicht noch. Schauen wir mal, das hier wird ja, wir haben zwar ein T-Shirt haben wir von Fan, aber das ist eine größere Familie und da hat ein Kind sich ein T-Shirt gewünscht, eine Dings und John Deere. Genau, John Deere gibt es auch noch. Ne? Genau. Der hatte sich noch John Deere Pulli. Das ist der wichtigste Marke, das ist nämlich ein Hirsch drauf. Ach so. Ja. Ich weiß ja nicht, irgendwelche Fahrzeuge sind, aber mir war die da auch nicht vorne. Nein, es ist aber Fans geworden, auch wenn hier schon ein Verpackungspaket drauf ist. Aber passt. Ist ein Fan-Pullover drin. Ja, schön. Das dazu, das haben wir also schon mal gesichert. Genau, und dann war mir ganz wichtig, dass ich den nämlich gleich noch, bringe ich nämlich persönlich auch vorbei. Das ist schön. Ich habe tatsächlich noch einen Satz an Schokoladen, die hat Markus mir noch geschickt, hat mir tatsächlich zugeschickt, hat gesagt, ich möchte heute schon nicht so viel, was ich spenden kann, aber einen Satz Schokoladen wollte er noch extra. Die kriegen wir, auch noch. Ja, das habe ich mir gedacht, dass das hinhaut. Dazu muss ja nicht an, ne? Nein. Ja. Ja, genau, nicht, dass sie wegschmilzt. Nee, nee. Aber da weiß ich schon, wo ich das hin. Ja. Hast du wieder aufgeschrieben? Nein. Ja, ich habe ein paar mehr rausgesucht, weil dass zu viele sind, aber ich werde euch natürlich den Link schicken, wo die online einzusehen sind. Könnt ihr alle Kommentare auch nochmal durchlesen. Also die kriegt auf jeden Fall noch, wie im letzten Jahr auch. Aber ich habe so ein paar Sachen mal aufgeschrieben. Pass auf, wir fangen mal mit den Spenden an. Dann ist das schon mal durch. Wir haben dieses Jahr 107 Spenden gehabt. Und die sind tatsächlich im Schnitt über 100 Euro gewesen. Das heißt, wir haben über 10.000 Euro an Spenden. Wo soll das denn nochmal hinführen mit euch? Das war ist... Nur. Also ich bin auch jedes Mal wieder, mir läuft schon wieder kalt den Rücken runter. Die Leute sind auch so herzlich. Ich habe wirklich erwartet, dass es weniger wird, wegen der, weil das wirklich schwer ist, in dem Jahr überhaupt an Geld zu kommen oder Geld übrig zu halten. Aber es sind wieder Leute dabei gewesen, die gesagt haben, sie sparen das ganze Jahr darauf und finden diese Aktion so großartig, weil sie merken einfach, wo das hingeht, weil sie wissen, dass da kein Euro wo weggeht in irgendwelche Organisationsstrukturen oder so. Also das, bei uns geht dieses Geld wirklich den Kindern, nur den Familien zu. Ja. Also da lege ich die Hand für ins Feuer, also da passiert nichts anderes, außer wenn ich jetzt wirklich mal die Miete nicht zusammenkriege, aber toi toi toi, ist noch nie passiert, ja, dann müsste ich da dran. Ne? Aber es ist bis jetzt noch nie passiert. Ich habe immer das Geld für die Miete zusammen. Und auch dann, wenn das so sein sollte, dass im Notfall das mal dazu ist, ihr führt hier den Laden und das ist eine gute Sache und das ist ja auch dafür, um das wieder zu refinanzieren, das ist die Anlaufstelle für die Menschen. Ja. Und ich glaube, wenn da mal 100 Euro oder 200 Euro damit reinfließen würden, weil es nicht anders geht, dann ist das auch in Ordnung. Dann ist das, ich will aber nicht. Ich will eigentlich, dass das wirklich nur für die Kinder oder für die Familien ist. Und das ist. Das ist so ein Ehrgeiz von mir. Ja, ne? Das ehrt dich auch und das wissen wir auch sehr zu schätzen. Deswegen geben die User sehr, sehr viel Vertrauen in diese Aktion. Also es sind ganz viele, die auch gesagt haben, ich spende nicht überall, auch nicht in große Organisationen, sondern ich mache es hier, weil ich möchte, dass das wirklich ankommt. Ja, und das bleibt hier vor Ort. Ja, genau, das fand ich ja auch. Das ist mir immer so ein Anliegen. Ist... Hättest du mir diese Geschichten nicht erzählt, hätte ich im Leben nicht damit gerechnet, dass hier lokal es so viele Familien gibt, die so schwer geben. Und du bist ja täglich da mittendrin, du kriegst ja täglich diese Geschichten mit. Ich glaube, die Dunkelziffer ist noch viel größer. Ich glaube, dass sie sich nicht trauen. Ich habe eine Kollegin, die hat hier an der Grundschule gearbeitet und sie sagte, aber wir dürfen nicht hingehen und sagen, hör mal, geht's euch schlecht? Kann ich was für euch tun? Mhm. Geht nicht, die müssen auf uns, wir dürfen es nicht. Ja. Wir dürfen auch, wenn uns ein Fall gemeldet wird, wir dürfen nicht einschreiten. Und ich finde es zum Kotzen. Ne? Also die Leute, die, wir haben einen Fall in Marienbaum gehabt, geht mir ganz nahe, Eltern, Alkoholiker, ne, und ist jemand an uns herangetreten und hat gesagt, die Kinder werden vernachlässigt. Mhm. Wir haben keine Handhabe. Wir können nichts machen. Also. Die müssen, die Leute müssen, noch nicht mal, wenn wir das beim Jugendamt melden würden, ne, ist, die Leute, die das sehen, also weil wir es ja selber nicht sehen, mhm, ne, ist, also Deutschland, tut mir leid,
ich sag jetzt lieber nichts mehr. Wie gesagt, was verkehrt ist. Das soll man auch nicht zu weit gehen. Das ist, glaube ich, wirklich ein Thema. Viele wissen, wovon du redest und was damit gemeint ist. Und das Melken ans Jungamt ist das eine, das kann man machen, das können viele machen, das können die Erzieher und Pädagogen machen. Alles. Aber es ist natürlich trotzdem auch so, dass Jugendämter auch überfordert sind. Also ich habe eine Kollegin, auch im Streambereich, die im Jugendamt arbeitet, und die sagt, die betreut da drei Bezirke, drei Bereiche, die eigentlich jeweils eine Betreuerin, eine Betreuerin bräuchten. Ja. Und sagte, das ist gar nicht handelbar. Und wir machen sowas wie, ich weiß gar nicht, wie heißt das, wenn die Ärzte auswählen müssen, Triage. Ja. So, und sowas in der Art macht die und versucht, die wichtigsten, die schlimmsten Fälle irgendwie rauszusortieren, wo die härtesten Meldungen kommen. Also die, die am lautesten schreien, wenn du anrufst und sagst, das Kind ist gefährdet, ist dem Tode nah. Mhm. Dann kannst du damit rechnen, dass die hinfahren. Ja. Und das finde ich so schlimm. Ja, also da gibt es wirklich viele Fälle. Von daher, liebe Zuschauer, wenn jemand bei euch ist, der sagt auch, mir geht es nicht gut, ich brauche was für meine Familie, meinen Kindern geht es nicht gut und ich schäme mich dessen womöglich, das wird alles anonym behandelt. Es gibt hier niemanden, der veröffentlicht wird, auch die Namen auf den Händen, die sind alle anonym. Genau. Hier wird niemand freigestellt. Natürlich müsst ihr mit jemandem sprechen, also ihr müsst hier ankommen. Aber ich habe Schweigepflicht und... Genau. Mir wird kein Name fallen. Wir sprechen sogar untereinander, wenn ich mit meiner Crew spreche, genau, werden keine Namen genannt. Ja. Also ich weiß zum Beispiel, die Frau Hoffmann, die anderen Familien betreut, die Familien, ich kenne die Namen nicht. Ja. Weil wir uns beide damit ein bisschen schützen, ne? Absolut. Also das ist auch gut und wichtig in dem Moment. Also, da könnt ihr vertrauen, geht zu den Stellen hin. Ob das jetzt hier ist, wenn ihr natürlich auch weiter in Deutschland verteilt seid, dann geht woanders hin. Es gibt überall Stellen. Den Kinderschutzbund gibt es deutschlandsweit. Ja. Ne? Also, ob in Kiel oder. Genau, mit Bochum. Ähnlichen Einrichtungen. Genau. Die sind ja größer natürlich, die haben noch viel mehr Möglichkeiten wie wir. Aber ihr kriegt überall Hilfe. Ihr müsstet nur wollen. Ne? Und das ist auch wichtig. Natürlich ist das Geld nicht unbegrenzt hier vorhanden. Nein. Da haben wir darüber gesprochen. Aber das, was wir möglich machen können, machen wir möglich. Genau. Ne? Ich sage, wenn jemand keinen Strom bezahlt kann und ich weiß, da wird morgen der Strom abgestellt, dann springen wir ein und bezahlen erstmal den Strom. Ne? Ja. Weil ich möchte kein Kind ohne Strom sitzen haben oder Heizung da sitzen haben. Ne? Ja. Das ist dramatisch. Also wenn halt Kinder kalt sitzen, also wie gesagt, Erwachsene müssen sich da warm anziehen, genau. Warm anziehen, die haben sich selber irgendwie reingeritten, aber bei Kindern darf das irgendwie nicht sein. Also das ist unser System ist krank daran, muss man leider sagen. Ne? Genau. Naja, gut. Also wir haben 10.700 und 46 Euro wieder zusammen, die euch hoffentlich ein bisschen das Leben erleichtern. Ja. Und ich, also ich freue mich wieder. Also diesmal habe ich mir geschworen, ich weine heute nicht. Ich reiß mich heute am Riemen. Aber es ist, ich bin immer wieder fassungslos, was ihr da auf der Beine stellt. Aber ich kann dir sagen, jeder gibt mit Herz. Es sind von 5 bis 500 Euro, war alles an Spendengrößen dabei. Und jeder tut das, was er eben kann. Genau, und wenn jeder da tun würde, würde es keiner. Dann sieht es auch anders aus. Ja, genau. Genau, das ist einfach so. Da muss man auch sagen. Ich lese mal ein bisschen was vor. Ja, mach mal. Alexander, ich bin danke für die außerordentlich wichtige Arbeit. Frohe Weihnachten euch allen. Schön. Michael hat geschrieben, möge dieses Jahr der Weihnachtsmann alle Hände voll zu tun bekommen. Hattet ihr schon und werdet ihr noch haben, ne, als Helfer des Weihnachtsmanns, beziehungsweise des Christkinds. Was sagt ihr hier? Geht ihr auch von Weihnachtsmann, Christkind? Weihnachtsmann. Wir sagen eigentlich Weihnachtsmann, ja. Ist ja der amerikanische Bruder unseres Christkinds. Ja. Aber gut, es sind auch nicht alles Christen, von daher. Genau. Der Weihnachtsmann ist die religiös unverfänglichste Variante. Genau, der ist unparteiisch. Ja, genau, das ist unparteiisch. Das ist auch schön. Ja. Der Tim hat geschrieben, ich fasse das mal zusammen, weil er einen sehr, sehr langen Text geschrieben hat. Er hat auch geschrieben, dass jeder Cent zählt, das wir gerade gesagt haben, und er dankt uns für die Aktion, also zum einen der Stream, aber auch euch für diese Arbeit, die ihr da reinsteckt. Und auch der hat ganz besonders geschrieben, dass das eins seiner zwei Projekte ist, in dem er jedes Jahr spendet, das er für sich als festgesetzt hat, weil er einfach sagt, das ist so,
das ist so herzenserwärmend, auch dieses Video, was wir hier drehen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, es gehört zu der Szenerie dazu. So, Leute, die warten da drauf, ne? Ihr wartet auf uns. Ja, das ist wirklich so. Sie fragen auch immer wieder nach. Natürlich, um die Authentizität zu haben, dass die Menschen wirklich wissen, okay, es geht dahin, sie haben ein Gesicht da vor Augen. Auch, natürlich können die Kinder nicht filmen, das ist ganz klar. Nein, Anonymität dürfen ist ganz genau wichtig. Aber sie haben jemanden vor Augen, der sich darum kümmert. Und du bist als sehr sympathischer, vertrauenswürdiger Mensch eingestuft. Dankeschön. Genau, er hat geschrieben, er macht auch Werbung für das Projekt. Und ich habe auch wirklich Spenden dabei von Menschen, von denen ich noch nie was gehört habe. Also wirklich, habe ich in meiner Community nicht. Die spenden so von rechts und links da rein, weil die einfach das irgendwie mitkriegen über Freunde, über Bekannte und sagen, hey, das finde ich cool und das ist eine schöne Variante. Die haben dann mal ein Video gesehen. Ja. Die haben mit LS oder mit Traktoren nichts an der Mütze, sondern einfach nur diese Werbung. Das ist auch eine schöne, tolle Sache, ja. Verteilungseffekt, ne? Also ich freue mich schon wieder auf den Link, weil dann mache ich in einer ganz stillen Stunde auf der Couch und dann lese ich die und ich bin immer total gerührt, was die Leute so schreiben. Ich wollte gerade sagen, da kommst du aber über Tränchen nicht hinweg. Nee, aber da bin ich ja für mich alleine. Da guckt mir ja keiner zu. Genau. Und der Taylor hat auch geschrieben, er geht immer bei Sternsinger mit, hilft da immer. Und auch er hat gesagt, das ist diese Aktion, der noch ähnlich viel Vertrauen hat, wo er einfach weiß, wo das Geld sofort hingeht. Ja. Und das ist dann einfach schön anzusehen. Aber wie gesagt, du bekommst den Link mit allen Kommentaren. Bitte. Da sind noch wieder einige, die was geschrieben haben. Und ja, das glaube ich auch sehr. Ich habe die anderen Zettel habe ich auch noch. Die habe ich irgendwo abgeheftet. Und weil ich das schön finde, weil ich dann auch mal einen Bezug zu den Leuten kriege. Ja. Ne? Weil jetzt nur Geld nehmen, aber so kann man so. Das ist wirklich in der Community schöner, du hast Interaktion. Du hast direkte Interaktion mit den Menschen, du kannst sofort Danke sagen. Ne? Habe ich bei jedem getan. Also habe ich bei allen bedankt dafür. Und das werden wir auch hinzu. Natürlich mache ich in Zukunft das Projekt weiter. Wir werden das auch im nächsten Jahr machen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, diese Woche, diese Streamwoche, die ist an mir auch nicht spurlos vorübergegangen. Zum einen emotional natürlich, aber auch zum anderen wirklich jeden Abend online, jeden Abend drei, vier, fünf Stunden. Das ist schon hart, ne? Mache ich durch das Jahr nicht. Das mache ich halt in dieser Woche, damit wir das Projekt so vorantreiben. Aber das ist dann schon, den Freitag merke ich dann schon so, wie es dann so, das glaube ich, so durch ist. Ne? Ja. Nee, aber ich durfte dieses Jahr nicht rein. Am Anfang waren wir mal einmal drin und dann durfte ich nicht mehr rein, weil soll ja wieder eine Überraschung werden. Genau. Fabienne, die wusste, was rumgekommen ist. Und dann sage ich, also sag doch mal, nö, eine Überraschung. Ja, das ist auch schon, das gehört auch ein bisschen dazu. Ja, ja, deswegen, also ich bin zu doof, da reinzugehen. Also ich habe mit Technik ganz wenig. Also ich bin so der Handfeste, pack lieber an, als wenn ich mich da irgendwo hinsetze. Und dafür hast du uns, ja. Ja, genau. Kümmern wir uns dann drum. Schön. Ja. Super. Ich habe aber natürlich auch wie in jedem Jahr, das ist jetzt Tradition, habe ich was für euch. Oh, wie schön. Ich bin der Meinung, dass ihr, danke, dass ihr auch für euch was tun sollt. Das sagst du ja auch immer, ihr macht mal so ein Team-Event und ich möchte mit unterstützen. Ich hoffe, ihr mögt auch alle Italienisch, das ist auch sehr unverfänglich. Ja. Und dann könnt ihr euch mal da zusammensetzen. Oh, das ist lieb. Vielen, vielen Dank. Also, Abend, den letzten haben wir noch nicht eingelöst, weil wir da dieses Jahr echt nicht zugekommen sind. Ja, das ist schon. Aber Januar sollte eigentlich geplant werden, aber jetzt sind wieder so viele krank von uns und ich möchte gerne auch, dass dann alle dabei sind, nämlich einer oder zwei. Letztes Jahr Weihnachtsfeier war auch da und dann zweimal krank. Wir hatten Zirkuskarten von Castelli gekriegt und ja, leider. Aber das holen wir dieses Jahr nach. Ja, mach das. Aber klar. Krankheitswellen sind enorm gewesen auch in diesem Jahr. Also das ganz katastrophal. Ja. Also ich habe ja wirklich teilweise alleine gestanden im Laden, weil meine Leute krank waren. Ja. Und dann sagt mein Mann, bist du eigentlich bescheuert? Sagt er, mach den Laden zu. Nee, ich sage, mach den Laden nicht zu. Ich sage, da muss hinten alles mal liegen bleiben. Dann ist eben vorne der Laden wichtig. Ja, ja, der Einsatz ist, glaube ich, auch außergewöhnlich. Man kann es auch nur schwer haben, weil viele sagen immer, danke Marvel für die Aktion. Ja, ich mache das eine Woche. Aber ich sage im letzten Jahr gesagt, ihr macht das ein ganzes Jahr und hängt euch ein ganzes Jahr hier rein. Jede Woche wieder. Das muss man auch finden und das ist wirklich aller Ehre wert. Also das sage ich euch ganz ehrlich. Also dieses Jahr bin ich echt, das sehr, was ihr hier leistet. Echt auf ein Zahnfleisch gegangen, wo ich zwischendurch gedacht habe, ich schmeiß die ganze Scheiße hin. Ja, glaube ich so. Und dann habe ich gedacht, kannst du nicht machen. Ne? Also ich meine, wir waren dieses Jahr auch nicht in Urlaub. Ein paar Tage, drei Tage oder vier Tage waren wir weg. Ja, ich hatte dieses Jahr auch keinen Urlaub.
Hab versucht, eine Reha zu kriegen, die ist zweimal abgelehnt worden. Genau. Ja, man sollte hin. Nicht ehrenamtlich arbeiten, ganz ehrlich, ne? Dann würdest du sofort eine kriegen. Ja. Aber ich habe jetzt noch einen Weg, wo ich vielleicht eine kriege, aber ich soll jetzt auch nächstes Jahr ein neues Knie kriegen. Und dann habe ich gesagt, dann lasse ich das erstmal stehen. Zweimal in Reha gehen kann ich nicht. Da fehlt hier jemand. Ja. Dann ist immer so. Aber auch deine Gesundheit ist wichtig, ne? Achte bitte drauf. Genau. Also ganz ich kann auch hier mit Krücken laufen. Da bin ich ja auch schon vor drei Wochen mit Krücken durch die Gegend gelaufen und habe gearbeitet. Hier muss man bekloppt sein, um hier zu arbeiten, sonst kannst du das nicht. Das ist so ein bisschen anders, muss so sein, das ist so. Aber achte bitte auf dich, ne? Wir wollen noch ganz oft hier stehen und einen schönen Jahresabschluss. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr mal zusammen grillen oder essen gehen oder. Planen wir jedes Jahr. Ja. Aber in diesem Jahr haben wir uns wenigstens ein paar Mal getroffen und ein bisschen unterhalten können. Ne? Da waren ja so ein paar Events, wo wir uns dann mal kurz unterhalten konnten. Genau. Aber das fand ich auch immer schön. Ist immer schön, mit dir zu reden. Ja, finde ich auch. Ja. Liebe Zuschauer, das war's für dieses Jahr von unserem Abschluss. Ich kann nur sagen, das, was ihr auch leistet, ihr tragt euren Teil dazu bei. Eine Katja ist diejenige, die hier an der Front ist und das verteilt, die mit den Menschen redet und die das ganze Jahr über Arbeit damit hat. Aber Katja hat es gerade schon gesagt, ohne das, was ihr leistet, was ihr dazu beitragt, geht es oftmals nicht. Also ich habe jetzt rausgehört, es wäre wahrscheinlich dieses Jahr wirklich mehr als eng geworden. Ja. Hätten wir nicht unseren Teil dazu beitragen können. Ich freue mich jetzt schon, dass ich die Kinder wieder schicken kann. Und schön. Ja, also das ist euer Verdienst, Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Und sollten wir den Zoo-Ausflug in irgendeiner Form hinkriegen, dann gibt es sicherlich mal ein kleines Video von uns, wo wir mal ein bisschen darüber berichten, wie das so gelaufen ist. Wie wir bei den Elefanten sind oder so. Genau, dann stellen wir jetzt mal uns vor die Elefanten. Oder ich glaube, die Kinder werden schon glücklich mit Maislabyrinth oder so, ne? Wo die einfach Kind sein können. Genau, Irland ist auch ein schöner Freizeitpark hier. Ist nicht so weit weg. Ja. Ne? Ist wahrscheinlich sogar noch besser als irgendein Zoo, weil die wirklich näher sind. Ne? Da kann man besser hin. Also, es soll für viele Kinder viel Spaß geben, darum geht's. Und das kriegen wir sicherlich in irgendeiner Form hin. Danke, Katja, für deine Arbeit in dem ganzen Jahr. Nicht, dass ich dich anstecke, Mann. Nicht, dass du Weihnachten und dann Mommis. Nee, wir sind da stabil. Das passt schon. Ich sag nur danke. Danke, danke, danke. Ohne euch, sag ich ja. Es wird auf eine andere Art weitergehen, aber so kann ich beruhigt in das nächste Jahr gehen. Einmal eine Nacht ruhiger schlafen. Ja, genau. Ja, mir gehen manchmal viele Gedanken durch den Kopf. Ne? Und dann denkst du, okay. Wie gesagt, wie du schon sagtest, Geld beruhigt, das macht nicht Glück, aber es beruhigt. Genau. Und Ruhe und Beruhigung, die gönnen wir dir von Herzen. Dankeschön. Ich wünsche euch schöne Weihnachtstage, einen guten Rutsch. Ja, und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder. So machen wir das. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, von mir ein großes Dankeschön. Habt eine schöne und ruhige Weihnachtszeit. Mit einem Lächeln hier und vielen glänzenden Kinderaugen, die wir uns zumindest vorstellen können. Und danke euch, alles Gute, bis ins nächste Jahr. Bye bye und tschüss. Ade.